Halbfinale an der Hordeler Heide. Die DJK TuS Hordel empfängt den letztjährigen Pokalsieger Concordia Wimmelhausen, der erst vor anderthalb Wochen einen Auswärtssieg in Hordel einfahren konnte. Das Spiel allerdings nicht nur mit Revanchecharakter für David Sayers, denn sein Vertrag wird nicht mehr verlängert. Seine Heimmannschaft in den schwarzen Trikots von links nach rechts hat nur noch Chancen, Erfolge einzufahren, wenn sie den Pokal gewinnen. Und so kamen sie über rechts mit Kapitän Peter Elbers, dessen Schuss eher schmeichelhaft für das Tor von Torben Schmidt war. Im Mittelpunkt heute übrigens auch wieder Xino Kadiu, der Torjäger von Wimmelhausen, allerdings heute auch wegen seiner Rückennummer. Normalerweise trug er die 21 und das schien nicht nur den Stadionsprecher verwirrt zu haben, sondern auch die Gegner. Denn hier kommt er nach einer Ecke an den Ball und hat sehr viel Platz. Kadiu, was macht er? Kai Strohmann läuft mit auf der rechten Seite. Xino Kadiu zieht selbst ab und hat die Riesenchance. Jonas Schilling reagiert gut im Kasten. 25 Tore in 23 Spielen, das ist ein sensationeller Wert und er arbeitet schon an Nummer 26. Nächster Freistoß, wieder Kadiu mit der Chance. Gute Vorlage von Silberbach. Wieder Silberbach mit der Flanke auf Tom Franke. Führungstreffer für die Concordia. Und das darf beim besten Willen niemals passieren. Jonas Schilling mit dem Riesentorwartpatzer. Wir schauen noch einmal drauf. Hier natürlich super Chip von Silberbach. Und Franke gewinnt das erste Kopfballduell. Dann kommt der Torwart raus und macht den Weg frei für Franke, der ihn locker reinköpft. Riesentorwartfehler. Und Hordel versucht jetzt nachzulegen. Riesenschusschance dann für René Michel, der auch schon einige Tore geschossen hat. David Zayas sprachlos zur ersten Halbzeit, aber es sind ja noch Chancen da für seine Mannschaft. Aber die Gäste stellen sich auch zur zweiten Halbzeit immer geschickt an. Hammer. Luis Hamann! Was ein geniales Tor! Super rausgespielt, Hamann natürlich vollkommen allein gelassen, aber da hat Jonas Schilling bei allem Respekt keine Chance, wie er den oben rechts in den Winkel hämmert. Genial! Concordia einfach nur zum Bestaunen. Nächste Chance, Henning Vartala! 3:0 jetzt und wieder so ein schöner Treffer! Sie lassen hier niemandem Luft zum Atmen. 54 Minuten gespielt. Super rausgespielt. Adinda Ogba macht das gut. Legt den Ball mit dem Kopf ab. Und den nimmt er direkt. Und den nimmt er so perfekt. Wieder keine Chance für Jonas Schilling. Wir sehen es nochmal. Ein herrlicher Treffer. Doch nach dem Tor ruhen sich die Gäste etwas zu sehr aus. Unkonzentriert. Erst eine Minute später. Michel möchte den Ball in die Mitte spielen. Sie können den Ball nicht richtig klären. Und Philipp Dragicevic. Dragicevic! Anschlusstreffer. Der Mann, von dem man viel mehr erwartet hätte, der heute auf ungewöhnlicher Position auf der rechten Seite spielt, jetzt mit dem Tor. Und somit bleibt es spannend in diesem Pokal-Halbfinale. Jetzt ist noch einmal Schwung drin bei der DJK TuS Hordel. Und immer wieder geht es über ihren besten Mann, über Philipp Dragicevic. Der läuft und läuft auf der rechten Seite und hat viel Platz. Und sieht links René Michen. Gute Möglichkeit. Er hatte ja beim 1:3 vor anderthalb Wochen den einen Treffer für seine Mannschaft erzielt. Und sie haben jetzt richtig schöne Chancen. Michen mit dem Superball auf den Mittelstürmer, auf Ogba. Aber sein Treffer wird abgepfiffen vom Schiedsrichter. Es ist abseits und auch das eine richtige Entscheidung. Bitter für Hordel, denn wenn sie ihre Chancen genutzt hätten, hätte es jetzt schon unentschieden stehen können. Wieder Dragicevic und der eingewechselte Ufer an den Pfosten. Unfassbar. Aufgrund ihrer Chancenverwertung verlieren die Gastgeber dann zu Recht mit 1:3. Wimmelhausen steht im Finale, aber eine Frage, die bleibt noch offen. Wieso hatte Xino Kadiu die falsche Trikotnummer? Die 21 ist meine Nummer normalerweise, ne? Aber dadurch, dass vor 3 Wochen war das, gegen meiner Tagen, wurden meine Hose zerrissen. Der Verein hat neue Hose bestellt, die sind ein bisschen lang. Ich habe gesagt, ich habe keine Lust mit so langer Hose zu spielen. Und ja, deswegen wollte ich die 11 haben. Der Schiri hat irgendwie gesagt, aber nee, der muss die 21 haben. Der ist so eingetragen. Ja,
da muss ich in der zweiten Halbzeit wieder die 21 haben. Falsche Trikotnummer hin oder her. Wiemelhausen kann zu Recht den Finaleinzug feiern und so weiterhin auf den zweiten Pokal in Folge hoffen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.